Piranha. Das könnte, das schaut aus wie Dortmund, Alter. Ja, wir sind wieder da. Messe. Messe Samples Click. Mit dabei ist wieder der Ending. Ja, grüß euch. Ohne ihn geht's nicht. So, wie sieht es in der Gruppe aus? Einen Moment. Okay. Das ist cool. Hat wirklich funktioniert. Was hat funktioniert? Ich habe gestern Tag gerade auf Twitch gestreamt. Und habe es jetzt, so wie Dominik gemacht hat, hochgeladen auf YouTube von Twitch. Ah, okay. Hat wirklich funktioniert. Okay. So, jetzt bin ich voll und ganz da. Das heißt, du verlegst Einen. dich mehr auf Twitch dann. Jupp. Hab heute auch schon gestreamt. Dumm Ah. habe ich zu spät geantwortet, weil ich es nicht gesehen habe. Hab bis vor 20 Minuten gestreamt. Oh, so spiel. Aber ich brauche ein neues Mikro für meinen PC. Ah, okay, Weil das wieso das? rauscht extrem. Ah. Wirklich Mikro oder brauchst du vielleicht nur eine so eine kleine Soundkarte? Boah, das kann auch sein, keine Ahnung. Kann man da ja nicht aus. Weil bei mir hat es auch extrem gerauscht und ich habe mir gekauft, das ist einfach nur wie soll ich sagen, ja, eine wirklich eine mobile Soundkarte, kann man sagen. Die steckst du am USB-Anschluss an und vom USB-Anschluss, also von dem, also Soundkarte in USB-Anschluss und von der Soundkarte steckst du einfach diese zwei Stecker an. Okay. Und das hat wunderbar geklappt seitdem. Scheiße. So durch übers Hauptauge. Ist drinnen. Also nicht drinnen, sondern Müsstest du mir mal dann schicken, wie das heißt oder wo ich Aufnahme. sowas kriege? Wow. Violent! Suche ich dir dann raus, habe ich gekauft über Amazon um 7 € damals, also gar nicht teuer und funktioniert gut. Und wenn es nicht funktioniert, dann hast du nicht viel verhaut. So, ja, wie sieht Super gemacht, aber. aus? Weiß. Southampton hat 6 Punkte, Chelsea hat nur einen Punkt. Chelsea hätte eine Minimalchance, das kommt aber dann auf das Spiel von Porto an, weil Porto hat einen Punkt, genauso wie Chelsea. Kommt aber auch dann auf Manchester City und Napoli an. Also wir sind alle vor Chelsea, aber die Chance ist noch da. Oh, schön abfangen. Aber auch dasselbe für Southampton. Kommt dann auf die anderen Spiele an. Wobei es mit 6 Punkten dann schon viel besser ausschaut. Schaut schon sehr gut aus. Hein? Ja, Chelsea mal nicht gut, mal wieder besser. Scheiße. Alter. Westergaard. Spitz. Ja, Chelsea. Waren letztes Jahr weiter. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt, auch wenn die Spiele nicht so schlecht waren. Nein. Nein, der war jetzt urschlecht, Mann. Alter. Stark gleich übernommen. Ja, Southampton findet auch nicht so richtig so stark. Letztes Turnier ein starkes Turnier gehabt. Irgendwie durchgeflutscht, kann man sagen. Durchgetragen. Oh, das war ja super. Aber sie haben immerhin Punkte.
mir. Hey! Nein. Stark. Cooler Trick. Hm. Scheiße. Fair play. Okay. Oh, schade. Schade, war aber gut gespielt. Das auch? Stark! Scheiße! Da hat er die Hände noch schneller umgehabt. Ja, selbst mit dem einen Punkt hat derzeit Chelsea nichts zu befürchten. Da müssten sie jetzt 16 Tore kassieren, damit das in Frage kommt. Also in der ersten Halbzeit schaut es mir nicht so schlecht aus. Dass sie viel mehr bekommen. Oh, stark. Genau in die Lücke. Nein. Und wieder eine Karte. Oh. Das war leider zu offensichtlich. Und da sind wir wieder bei der Chancenauswertung. Oh fuck. Stark noch von Eriksen. Dachte, den passt jetzt gar nicht mehr, hab schon gedrückt. Ja. Da ich mal schon dachte, der fliegt der Hund. Ah, stark gemacht, Eriksen. Sein erster Assist für Southampton. Oh, so wollte ich das nicht. Aber gut, gut übernommen. Nein. Das ist ein schmaler Grat vom Knopf loslassen. Oder? Nein. Boah, schon die Wurzel gespielt. Das gibt es nicht. Und ich dachte aber, dass das abseits war, Alter. So, ich muss schon schiefen, weil das nützt nichts. Ja, Southampton. Natürlich verdiente Führung, aber auch ein bisschen glücklich, dass es da noch 2:0 steht.
Bin da. So, einen Wechsel hat es gegeben. Das gibt's nicht. Richtig. Das gibt's echt nicht. Doppelwechsel. Da waren es zu viele. Da waren es zu viele für Werner. Oh. Milinkovic. Alter. Geh scheiße. Eriksen. Geh scheiße, Alter. Ich glaube, hier funktioniert er besser. Stark gemacht. Vielleicht habe ich ihn auch immer auf der falschen Position spielen lassen. Was für ein Spiel lassen? So vorgezogener RM halt so. Oh. Also nicht wirklich RM, sondern. Nein, ich lasse ihn auch auf der rechten Seite spielen, aber als ZOM, also. Ob das ist 4, 2, 2 oder Assistent? Ja, genau so habe ich sie auch gehabt. Ja, aber in rechts spielen. Genau, so hat er bei mir auch gespielt. Nein! Stark! Der Passwort sollte gerade kommen. Das war jetzt stark. Von Verteidiger. So, und dann gibt es auch den Doppelwechsel. Ja, aber ich glaube. Schon langsam kann Southampton sagen, das Ticket ist wieder gebucht, sie bleiben nicht in der Gruppenphase hängen. Ja, und bei Chelsea ist der Wurm drin. Oh, Alter. Haben viele gute Chancen gehabt. Aber nicht gemacht. Alter, dass der Ball da so noch zurückspringt. Oh, ciao. Gott sei Dank.
Ja, was ist mit Chelsea los? Die Ideen waren da, die Chancen waren da. Oh ja. Nein! Scheiße, aber lustig gewesen ist doch. Das wäre jetzt noch zum Abschluss sehr bitter gewesen, Alter. Wenn er den reingehaut hätte. Alter. Ihr braucht sie mir eh nicht attackieren, Alter. Braucht sie eh nicht. Stark von Southampton. Zeigen wieder Klasse. Und darf ich es dann wieder durchs Turnier durchtragen? Kommt auf die Paar auf mir an. Na, aber das ist mal wirklich starke Gruppenphase. Ja, bis auf das erste Spiel war stark, ja. Bin ich auch zufrieden. Oh ja, da. Alter. Joi. Oh. Ciao. Das war jetzt schön. Ja, Suso, der entwickelt sich ja so einen guten Spieler auch. Bitte? Suso. Was ist mit Suso? Entwickelt sich gut hier. Ja. Und Kramaric hat auch gut geschossen. Sein erstes Tor. Für Chelsea. Goal for Chelsea. Number 27. Also, Suso hat bei mir dafür nicht funktioniert. Den hattest du? Ja, den hast du ja von mir geholt. Den hab ich schon geholt. Okay. Wisst ihr, aber so ist das immer. Oh. Zum Beispiel Erikan funktioniert bei dir besser schon jetzt schon. Naja, jetzt schon. Jetzt hat er mal ein Spiel gut gespielt. Stark! Southampton verabschiedet sich Richtung Gruppenphase. Chelsea Richtung Training für Turnier. Ach. Mhm. Acht. So, jetzt muss ich dann noch schnell schiffen. Nächstes aber Real Madrid gegen Manchester City. Warte, ich stelle nur ein, da ist du. Mhm. Eins, dann kannst. Na, dann gehen wir auch nochmal schiffen.
Alle wieder da? Mhm. Gut, dann geht's weiter. Wie du sagtest, Real Madrid gegen Manchester City. Hoffentlich sehe ich dann Unterschied. Aber ja. So, wie schaut's hier aus? Ja, Real Madrid hat 9 Punkte, die sind schon durch. Manchester City hat 3 Punkte nur. Sie brauchen einen Sieg, um die Chance zu bewahren. Okay. Wird natürlich nicht einfach gegen Real. Alter, so will ich, dass du das Tor machst, Haberer. Auch wenn du Verteidiger bist. Wurscht. Wenn du es so machst, dann stelle ich dich in Sturm, Alter. Da hast du dann wieder. Oh, schön. Oh. Oh, richtig. Jetzt war ich überrascht, dass er so weit nach hinten passt. Achso, das war nicht gewollt. Nein. Nein! Oh. Danke. Schon dazu A zu dir, aber weniger weit weg. Oh. Ja, auch wenn Real Madrid Tour ist, wollen die da nochmal ordentlich Gas geben. Nein. Sie sind vorhin ordentlich zusammengebracht. Dabei werden keine Verletzten angezeigt, das ist gut. Oh! Alter. Nein, nein, Alter! Stark, Alter, das ist stark, wenn der Ball nochmal zurückkommt, Alter. Ja, da mit der Ferse angeschossen, Alter, schon stark. Na, Alter. Da schau, zack. Rafa! Stark, wenn ich noch irgendein Körperteil hinhalte, Alter. Ja, Rafa hat sich auch gut entwickelt, also von Alter, der nein. Ersatzbank ist jetzt so fix der Größe. Oh. Dirty. Dirty. Dirty Toddy. Alter. Das war schön jetzt. Oh. Nein! Na schieß! Alter! Alter!
Boah. Boah, glücklich. Da kommen wir schon. Okay. Komm, es ist ein Netz zum 2:0. Nicht, dass da irgendein Wichser mitkommt, einer. Has indicated there will be a minimum of 2 minutes of any time. Alter. Oh, stark. Ja, 2:0. Real Madrid, das bessere Team. Ich glaube, die Führung lässt sich nicht abstreiten. Einen Wechsel gibt es. Dreifach Wechsel. Nein. Richtig stark. Richtig stark, Alter. Richtig stark. 10. CL-Treffer für ihn. Stark, Rafa. Und auch sein 10. Champions League-Tor gesamt. Na, Blütezeit vor dem Turnier gut auf. Gefällt mir sehr. Er ist genau dort, wo er hingehört. Es war kein Ronaldo zur Stelle, kein Stürmer und er war da. Alter, gehst du vielleicht hin?
Wichser. Oh, gut, dass du ihn gefangen hast, Alter. Darf ich wenigstens sehen, dass du nicht behindert bist. Alter. Ramos. Nein. Öfter nicht mehr sicher. Stark. Der zieht jetzt. Alter, was war das jetzt von ihm? Oh, ciao. Oh nein, heute ist sehr unauffällig. Alter. Und ja. Ja. Wer war das? Japs, dann. Okay, aber das hat man aber nächstes Gericht. Das stimmt. Der hat die Leute früher auch immer ziemlich umgerannt. Ja. Nein! Doch. Oh. Alter.
indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Ich bin Ballkünstler. Ehemalige CL-Sieger und dann kann man nie wieder in die Nähe des Erfolgs. Ja, Manchester City verabschiedet sich früh in diesem Turnier. Ein Vierkampf, ein Dreikampf. Und der nächste ist Roma gegen Napoli. So, auch die Roma ist durch. Unter den Neapel. Mit den Neapel braucht der Siegerl. Ein Siegerl. Ja, und dann natürlich kommt, da war noch Porto verliert. Also Porto hat dabei selbst alles in der Hand, nachdem sie jetzt einen Punkt mehr haben als Napoli. Porto ja nochmal spielt. Aber um am Porto vorbeizukommen, brauchen sie auf jeden Fall den Sieg. Boah, stark Florenzi macht dazwischen. Oh. Man hat natürlich auch eine sehr gute Gruppenphase, viel Pech auch gehabt. Viel Mensch ist die bessere Mannschaft gewesen. Gott sei Dank. Ja, das war's jetzt. Ja, Jesus. Der hat auch ein starkes Turnier. Ach, glaube ich, Anteil, dass AS Rom da so gut dabei ist. Oh.
Ja, ich glaube, bei denen bin ich mit der Umstellung zufrieden. Oh. Ah, das war stark. Nein! Stark, Puffer. Ja, aber ein schönes Match, dabei. Oh ja. Ein Hin und ein Her eigentlich. Oh, das war ich. Ah. Sehr stark gemacht von Keita. Alter. Alter. Alter! Hat's am Wecker, Alter, die Wuchtel! Gibt's ja nicht! Lass ihn dir ganz gemütlich den Ball runternehmen auf die andere Seite, Alter, ihr ganz gemütlich, habt ihr recht, Alter, habt ihr keinen Stress, ihr Wichser. Alter. Gute Antwort jetzt einmal. Da will keiner. So, wenn dann bitte von Teller mit Kabel, Schatzi, das wäre ganz lieb, danke.
Okay. Kannst du mir noch eine Gabel bringen dann bitte? Danke. Dankeschön, das ist ganz lieb von dir. Dankeschön. Besser ein Anruf als Nord. Oh, da lass ihn weiterrennen. Nein, das habe ich befürchtet, aber das habe ich stark noch abdeckt. Den habe ich jetzt nicht gerechnet. War aber gewollt. Ja, war aber stark. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass das Absatz war. Ich habe es befürchtet. Die Mama. Habt ihr nicht mehr genug? Habt ihr die ganze aufgeschnitten? Wenn ich kann so für die Mama noch eine aufschneiden. Mausi, nicht im Bild! Hey! Alter! Mach bitte die Tür zu! So, erster Wechsel bei den Römern. Rennt da genau ins Bild rein, Alter. Nein, nimm ihn nicht an! Nein! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank hast du jetzt nicht übernommen. Bitte? Gott sei Dank bist du jetzt nicht weitergegangen. Ich war jetzt überrascht auch, weil ich jetzt fix dachte, nimm den an. Das war jetzt schön. War jetzt vier Napoli-Spieler, glaube ich, dann schon vorbei gewesen. Ja. So. Oh man, defensiv meine Alter. Hätte ich auch so gesagt. Aber ja, du funktionierst auch sicher. Für was habe ich dich geholt? Stark von Manolas. Oh, schade. Boah. Wie war das?
Schaut eh nicht FIFA. Oh, das war jetzt genial. Ja. Warte mal. Wolltest du probieren? No, was machst du? Renn weiter. Dürfte der Romsieg etwas näher gekommen sein. Und da sind wir in dem Turnier mit seinem ersten Tor. Also Napoli muss wieder ein Jahr warten und hoffen, dass sie es weiterkommen schaffen. Oh. Gute Leistung war da. Alter. Oh, aber er ist drin. Das war ein richtiges Hosina-Tor, Alter. Ja, verdient was. Jetzt fangt er zum Tricksen an, Alter. Geschleicht. Alter, und schießt dann Hattrick, Alter. Holt ihn da. Wahnsinn, Hattrick. Das ist wirklich ein Wahnsinn.
Team. So, Porto gegen Atletico Madrid. Atletico Madrid. So, also die zwei, nachdem es die anderen ein bisschen verkackt haben, haben jetzt noch die Chance, den Aufstieg zu schaffen. Da hat aber Porto. Was mache ich da, Alter? Alter? Mehr Vorteil. Denn Porto hat schon 4 Punkte, Atletico hält nur bei einem Punkt. Das heißt, für Atletico heißt es ein Sieg, nachdem die Differenz auch gleich ist. Ja, zudem spielt Porto um den Abstieg. Also müssen sie sich auch ranhalten. So, Atletico oder Porto? Das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass der mal einen Abstieg mitspielt. Also eigentlich spielen beide nochmal einen Abstieg mit. Dass die auch aufsteigen können. Nein, Porto. Porto spielt echt einen Abstieg mit. Ja, ich habe mit den anderen auch mehr Punkte als viel. Oh. Das ist ein Wahnsinn, dass aber trotzdem aber das beide noch aufsteigen können. Ja, in der Gruppe war ich am Anfang sehr ausgeglichen, was ich sehe, 3 Punkte die, 3 Punkte die, dort 3 Punkte. Oh. Ja, Porto wäre meine Jugendmannschaft auch für nächstes Turnier gewesen. Oh. Siehst du, die habe ich noch nicht bekannt gegeben. Wenn es Porto nicht schafft, muss ich mir was überlegen. Das war dann ein bisschen blöd sogar. Schon sehr stark. Lionel Messi. Was?
Ja, draußen schreit jetzt gerade ein Kind. Hallo Lionel! Und die Messi? Oha, so früh schon? Ah, okay. Nein, nein, ich wollte nur was schon. Nein! Bam! Glücklich! Da! Und schön übernommen! Abu Bakr! So ein Fucker! Alter! Stark, Tennis! Porto würde mich echt ärgern, wenn wir jetzt absteigen. Das Kostüm mich Atletico ärgern. So gut, ja, die steigen ja nicht ab. Glaubst? Naja, dann müssen sie ja 18 Tore kriegen, oder? Ja, das ist ja eine Tordifferenz von was ich weiß. Spielt Sociedad nicht noch? Mann. Nein! Wichser! Spielen die nicht mehr? Nein. Okay. Alter. Sowohl bei Porto habe ich gut gewirtschaftet auch. Boah. Nein. Stark. Nein. Und dazu wird es auch budgetmäßig wehtun. Ja. Dass die weg sind. Die sind weit vor jeden anderen, kann ich sagen. Also, ich glaube, es gibt keinen Spieler, den ich mir nicht kaufen könnte mit dem. Ah, ist das so, wo du die Legende transferiert hast? Nein. Ich hab noch nie eine Legende gespielt. Ah, okay. Nein, einfach so. Was ja. Ich hab die ja schon quasi als Akademie verwendet, seitdem wir FIFA spielen. Ah, war das das, wo du dich rechtfertigen musstest, wenn wir den Film wechseln? Ja. Aber sehen, nachdem ich nur Transfers gemacht habe, bis, ich glaube, mein teuerster war da 30 Millionen oder so. Hat sich das auch gut angesammelt immer. Stark. Aber jetzt. Das heißt, sie brauchen eigentlich auch die 3 Punkte, oder? Oder reicht der Unentschieden? Ja, ein Punkt würde reichen. Für ah, ja. Porto. Weißt du was? Eigentlich komisch, wa? Hm? Stell dir vor, 4 Punkte reichen ja jetzt zum Aufstieg, ja, jetzt. Und die würden mir trotzdem absteigen dann am Ende des Turniers. Wie bitter wäre das, obwohl sie aufgestiegen sind? Wie meinst du das Absteigen? Naja, theoretisch könnten sie absteigen mit 4 Punkten. Ah, okay. Was so? Also ist doch nicht fix, dann. Was? Ja, wenn sie verlieren, ist fix. Aber ich meinte nur, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Marseille einen Punkt mehr gemacht hätte, dann könnten sie weiterkommen. Und aber trotzdem absteigen. Mhm. Das heißt, das sind noch nicht fix durch. Nein, nein, die zwei spielen ja um den Aufstieg. Nein, ich meine jetzt Marseille. Oh. Scheiße. Nein, Marseille ist nicht fix durch. Abu Bakr! Auf Pedro! Ich weiß nicht, ob ich dann Porto nochmal nehme, weißt du was, Mann? Mhm. Ich habe die eben nur als Jugendmannschaft gehabt, die ganze Zeit. Und wenn ich sie jetzt nochmal nehme, dann muss ich sie komplett aufbauen. Dann könnte ich gleich eine andere Mannschaft aufbauen.
lass das Budget einfach sprengen. Ja, vom Budget ist dann natürlich gut. Haben alle was davon. Oder ich kaufe mal irgendwann einen Spieler. Überteuert. 305 Millionen. Wettbewerbsverzerrung. Ja, aber so hat dann nur eine Mannschaft das Budget quasi. Alter? So hätten wir ja was davon. Ja, aber so hättest du auch was davon. Ich? Wieso ich? Na, wenn ich Neymar kaufe. Neymar spielt nicht bei mir. Ach so, so meinst du das. Alter. Alter. Was? Stark. Was? Alter. Wichser. Hier ist man zum zweiten. Du kaufst überteuert einen Spieler, der in der nächsten Saison nicht spielt. Naja, dann werden sie wieder einsteigen zum Aufbauen. Ach so. Schon habe ich das gemeint. Weil Jugendmannschaft kann ich sie da nicht mehr verwenden. Wenn sie einmal abgeschlossen sind, kann man nicht, ne? Naja, außer nächstes Jahr steigt man eine neue Jugendmannschaft ab. Aber man kann sie ja nicht ändern. Einfach so. Naja, wenn sie abgestiegen. Achso, so meinst du das, wenn sie. Man kann sie nicht ändern, solange sie nicht abgestiegen ist. Ja. Ich glaube überhaupt, dass ich da kein Händchen mehr haben werde dafür. Warum? Scheiße. Eine Jugendmannschaft zu machen. Warum nicht? Sehr einfach. Naja, einfach Spiele kaufen, die man ausprobieren will. Alter. Wie lange gibst du noch Vorteil, Alter? Da weiß ich eben noch nicht, wem ich nehmen soll. Nein. Aber du hast noch nicht mal einen ausgesucht. Nein. Alter. Ja, wenn Porto absteigt, habe ich schon eine, aber wäre nicht so in der Plan gewesen. Und überall, ja. Spielen. Bitte? Was wolltest du sagen? Überall spielen. Überall spielen eigentlich Spieler, wo ich nicht möchte, dass die durch einen Blödsinn absteigen, weißt? Durch Ausprobieren. Naja, das tun sie sowieso, ich weiß nicht, aber. Na, vor allem, die könntest du dann woanders hinholen. War da Gulli? Warte, was war das jetzt? Gott sei Dank sind sie geschossen. Okay. Ich habe jetzt voll nicht auf den Gulli geschaut. Komplett Blackout auf den Gulli.
Was war er da? Das habe ich nicht gesehen. Ist 5 Meter neben mir da gestanden, oder? Okay. Hast du am Elferpunkt fast gestanden? Puh. Aber es war ein schöner Kopfball, bist du da gut. Oh! Ich glaube, ein paar habe ich mal schon rausgesucht. Das sind aber eher schwächere Mannschaften. Sag ich mal. Ja, Porto war jetzt auch keine starke Mannschaft. Gut, bei dir ist jede Mannschaft stark, finde ich. Naja. Es sollte ja eine schwache sein, weil du eine starke, sage ich, komplett umbaust. Stimmt. Oder? Wo man mir überlegt, ich mache zwei, also so wie jetzt Porto und die andere, und die wechseln sich halt dann immer ab. Mit der anderen tue ich halt auch ausprobieren, dann zum Beispiel mit Porto nächstes Mal, aber halt nicht so intensiv, oder ich hole mir dann teurere Spieler, die ich ausprobieren will. Gut, man kann ja nur eine Ausbildungsmannschaft haben, oder? Ja, offiziell. Ach so, meinst du? Aber ich kann selber ausprobieren, dann die teuren Spieler zum Beispiel holen dorthin. Mhm. Ich vorher nicht testen konnte, weil ich keine teuren holen darf. Aber stimmt, das mit Austesten, das hat eigentlich was für sich. Weil ich habe ein paar Spielern, die so von der Stärke her schwächer sind, bis jetzt nicht gut, weil ich mir dachte, ne, die können nicht unterstützen. Ja, schau dir an, wie viele Porto ich schon geholt habe. Wie viele Spieler ich von Porto schon wieder wegtransferiert habe. Hm. Nach dem Spiel sein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Na gut, tut mir leid für Porto. Mir auch irgendwie. Atletico ist damit weiter. Das hätte ich unglaublich. Letzte Runde hätten, glaube ich, 4 Punkte nicht gereicht. Letzte Zähl. Wie machst du das erzählen? Fürs Weiterkommen. Ja, auch in den anderen Gruppen hätte es nicht gereicht. Ah, okay. Das ist die einzige Gruppe, wo es jetzt gereicht hat. Die andere hat 6 Punkte und die andere hat auch 6 Punkte. Und jetzt die halt bei 5 Punkten. Ja, da sieht's ganz falsch aus, wenn man sagt's für dich. Zwei Mannschaften haben's nicht in der Hand, sondern brauchen auch Schützenhilfe. Aber beginnen tun wir mit Barcelona gegen Rapid. Das heißt, in der Gruppe habe ich ehrlich keinen Meter mehr. Eigentlich nicht wirklich. Wahnsinn, Barcelona. Minimalschuss, wie bei Atletico. Barcelona bleibt erstmalig hängen, also. Ja, könnte hängen bleiben. Wenn sie hier verlieren oder unentschieden spielen, sie brauchen auf jeden Fall einen Sieg und Liverpool darf nicht gewinnen. Also Liverpool muss verlieren. Gegen wen spielen die? Monaco.
Barca gegen Rapid und Tottenham gegen AC Milan. Ah, das heißt, drei Spiele haben wir dann nach dem noch, klar. Neue Gruppe. Hast du dir vielleicht aufgeschrieben, die Spieler, die von Porto weggegangen sind? Ja, alle Transfers habe ich ja. Achso, nein, die habe ich mir nie aufgekommen, die nachfolgenden.21. Darunter Czerny, Martial, Pepe, Casillas, Eriksen. Bakayoko. Ja, für Barcelona wäre es natürlich traurig. Sie würden das erste Mal hängen bleiben und natürlich auch in der Rangliste dann unter Einbüßen. Obwohl, sagen wir, die Statistik in dieser Gruppe nicht so schlecht ausschaut, aber es hat halt leider nicht gereicht. Zwei Unentschieden, eine Niederlage. Da war halt auch, sagen wir, keine Schützenhilfe von den anderen, um Teams ein bisschen unten zu halten. Oder? Ja. Wie Flo schon gesagt hat, ich glaube, ich sollte nie mehr fluchen, was eine schlechte Champions League ist. Oder? Oder? Stark, Lovrencic! War auch eine gute Wahl, dass ich ihn zu Rapid geholt habe. Okay, von dem Standpunkt her, ich war nur planlos, wie es geheißen hat, Ausbildung in der Mannschaft. Aber ja, natürlich, da kann man sich die holen, die man schon immer holen wollte. Wo man sich unsicher war. Na, dafür ist er eben da. Man könnte es ja 11 Spieler holen, für jede Position haben. Könnte es alle 11 testen quasi. Wenn das Budget da ist. Ja. Aber wie viel kriegst du ja schon von Beginn was? Weiß nicht, so viel mehr. Du bekommst 10 Millionen. Ja. Dann hast du, fangst mit 20 auf jeden Fall jedes Jahr an. Oh, stark. Aber zu Nein. lang. Da hast du zu lang gezögert. Umtiti. Ah, das ist Holy jetzt bitter. Und shit. im Gegenzug. Das ist jetzt bitter. Das sind so die Momente, wo man am liebsten den Controller gegen das nächste geschlossene Fenster schmeißen möchte. Alter. Alter. Ciao. Ah. Wow. Okay. Danke. Ah, es läuft nicht gut für Barcelona. Was die eigentlich immer dominiert haben, auch in den Gruppenphasen bisher. Ja, immer weitergekommen bislang. War eine schöne Alter. Statistik. Pizza. Ich glaube, die waren alles außer Sieger bislang. Ja. Die Qualität haben sie ja, aber
Ich muss halt einmal eine Mannschaft bei mir finden, wo ich den Mut habe, quasi eine krasse Veränderung zu machen, weißt du, ich kann. Alter. Ja, oder lass man jetzt blöd, aber kannst du dann eine aufsteigen lassen und quasi von neu anfangen mit der. Nein, das geht nicht. Warum nicht? Nein. Weil eh schon quasi zwei Mannschaften weg sind, wo eine aufsteigt und es wird noch eine dazukommen bald. Okay. Und wenn eine neue dazu kommt, dann geht das doch nicht mit. Und dass ich noch eine neue dazu nehmen lässt. Ja, dann habe ich ja nicht gewusst, dass du schon geplant hast für alles. Nein! Bin ganz gespannt, was für ein neues Gesicht bekommen. Alter. Hast du schon lange keine neue Mannschaft mehr gebracht? Mausi, hey, bitte! Isabella! Ah, du hast den Nägel geschnitten, schön. Okay. Nicht vor, bitte nie vor, vom Bildschirm rennen, okay? Ich habe nicht gewusst, dass das der Bildschirm. Aha, seit wann? Ich habe nicht gewusst, dass du Fußball spielen kannst. Ist der Alex da auch dabei? Mhm. Wer ist der Alex und wer bist du mit der Farbe? Ich bin die Gelben, der Alex ist der andere, der immer gewinnt jetzt. Siehst du gleich, wer er ist. Nein, das sind alles meine Spieler. Das sind alles meine. Ja, Alex ist rot. Ja. Ja. Und ciao. Oh. Pff. Alter, das ist doch kein Ball. Gute Idee. Und bitte stehst auf, dass du nicht durch den Bildschirm gehst. Danke. Und Tür zu, bitte. Alter. Danke. Ich weiß gar nicht, was war deine letzte neue Mannschaft eigentlich? Atletico, glaube ich. Dann hast du schon lange nicht mehr eine neue geholt. Nein, weil ich immer. Oh, wegen Ausgehen. Wegen. Weißt du, wegen. Weil ich nie eine auflösen wollte bis jetzt. Naja, eine hast du aufgeschlossen, oder? Ja. Oh. Gott sei Dank. Ja. Leipzig. Habe ich aufgepasst. Mhm. Bei einer bin ich stark am Überlegen, aber da weiß ich nicht. Oh. Wie geplant.
schon. Nice. Eine überlege ich mir stark in einem Auflösen, aber da weiß ich halt nicht. Und da möchte ich unbedingt ein, zwei Spieler haben, aber das Problem ist, da fürchte ich, dass du wahrscheinlich den Vorzug kriegst vom Budget her, weil du hast nur viel Budget bei den Mannschaften. Weißt du, ich meine? Verstehe. Nein, du machst das am wachen Pass. Gott sei Dank. Oh. Oh, Gott sei Dank. Ich muss mir das auch erst alles budgetmäßig anschauen dann. Jetzt dann vielleicht mit der Zwischenabrechnung. Einen Spieler, den würde ich ungern ziehen lassen. Okay. Soll sagen, wen? Paulinho. Ja. Okay. Nein, ich habe schon ein Angebot geschrieben. Ah, okay. Nein, man kommt auf die Höhe an. Everybody has its price. Du hast schon was geschrieben, Transfermesse? Nein, noch nicht, aber so aufgeschrieben. Ach so. Schon ein paar. Ja, ich meine. Wird es echt klappt noch auflösen? Na, aber jetzt muss eine Idee mal, aber. Können wir kurz so. Ähnlich, weil die hatten eigentlich nur eine miese Saison, also eine richtig miese, wo sie abgestiegen sind. Aber auflösen, ich weiß. Wen willst du auflösen? Wenn Ajax zum Beispiel ab. Oh. Wenn Ajax zum Beispiel jetzt absteigt, da spielen zu viele Superspieler mit, weißt du nicht, ne? Die löst man nicht auf, die kommen wieder. Celtic, du weißt, was ich von Celtic halt. Das ist so quasi eine Herzensmannschaft. Die werden auch logisch. Nie aufgelöst. Dann wäre es jetzt weg. Salzburg ist weg. Oh. Ein Tapper. Ah, nur die beiden. Nein. Soll ich mir eigentlich extra Zeit lassen, Alter? Oh nein. Alter? Ja, 2 Minuten noch. Ja, und Barcelona könnte wirklich nur mit einer Niederlage hier trotzdem rausfliegen. Egal, wie man es nimmt. Na, der war abseits, oder? Na, abseits, ja. Fuck. Nein. Ja, das war's. Erstmalig. Ciao. Bleiben Sie hängen.
Damit ist diese Gruppe auch fast entschieden. Da fehlen nur noch zwei Mannschaften, die darum kämpfen. Und zwar Liverpool und Tottenham, noch immer. Ah, Tottenham ist auch noch dabei. So, Liverpool gegen Monaco. Kann man ehrlich sagen, man gibt so eine Mannschaft zurück? Oder muss die absteigen? Na, ich denke schon, dass sie absteigen muss. Sonst weiß ich nicht, habe ich noch nie geschafft. Warum, wenn du überlegst, jetzt wieder? Nein, eh nicht, aber. Keine Ahnung, habe ich noch nie nachgefragt. Ob das möglich wäre. Mit dem sind es jetzt noch drei Spiele, was wir haben, gell? Dann ist die dritte Phase abgeschlossen. So, Monaco hält bei einem Punkt, Liverpool bei 5. Ja, Liverpool natürlich will auch nicht absteigen. Also in der Gruppenphase hängen bleiben. Das heißt, Tottenham hat es auch nicht mehr in der eigenen Hand quasi. Nein, alle nicht. Alle müssen. Okay. Also auf Monaco. Oder alle beide auf Monaco. Ja, weil Liverpool darf ja nicht punkten. Ah, okay. Und nachdem Liverpool gegen Monaco spielt. Das wird natürlich eine schwere Partie. Ja klar, wird Liverpool auch alles geben. Auch eben zur Verteidigung der Rangliste 1. Also jetzt natürlich auch einen Vorsprung gegenüber Barcelona. Nein. Alter, bleib stehen, hast du recht. Ah, das war's für Tottenham. Ciao, Papa. Gebitte. Alter, stoß mich weg. Starker Pass. Chillong. Ja, Liverpool macht da Gleichdruck, die wollen das. Manches Mal denke ich mir oft, ich sollte Spieler wegkaufen, nur dass sie wechseln, leider. Thank you.
Alter. Stark. Und mein erster Scorerpunkt in diesem Jahr. Ja, und Long erzielt einen Hattrick. Bring drüber, Wichser. Was war jetzt? Ein bisschen Haxl gestellt. Ich glaube, das ist gegessen. Ich glaube, ich habe meine Ausbildung veranschaut. Alter, der kann sich nicht durchsetzen, der Wichser. Zum x-ten Mal, Alter. Abgehoben. Jetzt Alter. Weg. Ja, ich glaube, ich habe mich recht entschieden. Muss man das irgendwo ins Forum reinschreiben, welches wird, oder einfach ich immer? Ich war noch einfach. Ja, cool und schön. Stork, Gösen! Alter, und jetzt lasst er sich so abdringen. Alter! Alter, wo kommst du her? Wollte gerade sagen! Alter! Gescheißen, Alter! Alter, nach einer Halbzeit 5-0, Alter. Shane Long! Ja, das ist fix. Der hat einen Lauf jetzt in dem Spiel. Sechster Turniertreffer. So, es ist fix. Ich muss es da nur noch vermerken irgendwo. Eine neue Ausbildungsmannschaft steht. Na gut, das heißt, wir werden da. Einen mal ranlassen, der nicht so oft zum Zug kommt. Oder auch schon lange nicht mehr eigentlich. Zum Zug gekommen ist. Der Rosberg.
Super Pass, super Pass. Ah, das ist Rosenberg. Der ist von Freie Spieler, oder? Nein, von Malmö. Ah nein, das verwechselt, glaube ich, mit Berg jetzt. Oh, ja! Alter. Und der Lift! Ja, das passt. Dann das Liverpool-Tor. Mit denen weiß ich eh nichts anzufangen, weil das so schlecht ist mit dem Spiel. Meinen Sie, haben den Aufstieg überlebt? Glaube ich jedenfalls. Gute Frage eigentlich. Stimmt, mit dem haben wir jetzt nicht befasst eigentlich. Gibt es jetzt eigentlich bei mir schon Fixabsteiger? Ist das schon außer Quatsch? Nein. Nur Real Sociedad ist dabei. Mit einem Punkt und einer fetten Tordifferenz. Und die spielen aber noch. Nein. Ah nein. Nummer Ajax und ja, Monaco muss jetzt schauen. Ah ja, Ajax hat keine Punkte, gell? Ja. Und Monaco hat einen Punkt, aber Tordifferenz war jetzt nicht. Gut, schlechter ist. Gut, sie machen gerade was für die Tordifferenz. Alter. Das wäre interessant. Oh, ja, Rosenberg. Rosenberg. Pass auf, sie haben bislang minus 11. Boah. Ja, dann haben sie jetzt minus 18. Wie viel hat Sociedad ab? Minus 19. Okay. Vielleicht muss ich dann meine Ausbildungs- und Mannschaft nochmal ändern. Komm, schon pushen. Was ist eigentlich bei der Gleichstand dann? Wer mehr Tore erschossen hat. Das ist wahrscheinlich Sociedad. Das weiß ich nicht. Kann noch was haben. Alter. Alter. Nein. Nein. Alter. Alter, hau ihn weg. Nein. Long. Scheiß die Wander, Alter. Alter. Das wären echt noch harte 15 Minuten. Was ist? Verkauf! Somit wieder plus 2. Plus 3. Plus 3. Wieso, naja, wenn sie minus 18 Kampf haben? Gleichstand. Aber wieso, wenn sie, du hast doch gesagt, sie haben 18 gehabt vorhin? Ja, jetzt ist minus 17 und dann plus 2 ist minus 19. Achso, so, ja. Ja, ich weiß eh, der Buchhalter. Nein, nein, aber dann ist Gleichstand. Jetzt ein bisschen verwirren.
Oh, stark, nein! Das ist nicht mein Tunnel. Jetzt wacht auf. Oh. Alter. Alter. Fuck. Alter. Ja, es sieht aber so aus, als hätten sie sich gerettet. Ja. Wobei, eigentlich wäre es jetzt noch bitterer Ajax. Ist das nicht wurscht, dass ihr da drauf Ajax? Ja, stimmt. Sind beide. Eisch. Eigentlich. Eieiei. So, AC Milan gegen Tottenham. Wo es ja jetzt um nichts mehr geht. Nur mehr um die Platzierung in der Tabelle. Das heißt, jetzt gibt es noch Tottenham gegen AC Milan und Ajax Amsterdam gegen Leo. Ja, Leo kann dann der Sargnagel sein. So, Tottenham gegen AC Milan. Ja, AC Milan, erstes Auftreten in diesem Turnier. Vielleicht haben wir ein sehr gutes. Ein sehr gutes, ein Weiterkommen. Weiter. Alter. Dann nageln wir rein. Was sind das für Supermänner, Alter? Dauernd verliere ich im Pressball gegen die, Alter. Ihr dürft gar nicht trainieren, Alter. Ihr habt Corona-Pause. Manchmal war das der Fehler, meiner am Trainieren. Okay, Memphis, tschüss. Oh. Nein. Doch. Nein, also lass dich doch fallen. Wenn Ajax absteigen würde. Bitte? Wenn Ajax absteigen würde, sind sie dann 2 Jahre weg, ja, oder?
Ich nehme es an. Ich nehme es schon an, weil... Ich weiß nicht, wann haben sie beim ersten Mal passiert? Ich glaube, immer ein Jahr. Ah, okay, ja, dann sind's. Oder? Und ich habe sie... Boah. Jojo, Alter, da... Das bisschen berühren, Alter, gleich ein Elfer, das packe ich nicht. Schön. Weniger. Was, Alter? Alter, da hat's bei mir für weniger eine Elfer gegeben. Ja, fick dich schnell, geh mal hier runter, komm. Niemand. Nein, mit so einer Leistung wie in den letzten Spielen ist Ajax fix weg, Alter. Nein, jetzt macht er den Schritt.
Oh. Alter. Ja, der Mann ist eindeutig den der Contest nicht für mich. Ja. André Silva. Achtes Tor. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Wie ist das bei den Ausbildungsmannschaften? Kann aber ganz normal mitgeboten werden, oder? Wie war das nochmal? Das muss ich mir durchlesen. Ja, ich glaube schon. Also wenn die einen Spieler holen genau, wollen. Wie, wenn die jetzt einen Spieler holen wollen? Wenn die einen Spieler holen wollen, dann ist ganz normales Speed-Verfahren, glaube ich. Wie meinst du das jetzt? Also, dass es da nicht irgendeine eine Grenze gibt. Wo nicht drüber geboten werden darf. Eine Grenze? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie du das mit dem Schutz jetzt meinst. Na, es wird einfach ganz normal geboten. Das meine ich. Alles jetzt. Na, ich kann ja da nicht mitbieten, wenn es deine Jugendmannschaft ist. Was meinst du jetzt? Ja, ich habe dann einen Schutz. Du hast dann einen Schutz für deine Spieler. Du darfst dann innerhalb weiter transferieren. Wird dann ein Wert festgesetzt und du darfst ihn dann um diesen Wert kaufen. Ah, und ich darf nicht mitbieten. Außer die Ausbildungsmannschaften holen den Spieler dann. Ja, darfst du davon. Sehr wohl. Da habe ich dann schon zwei Transfers im Auge, wo ich hoffe, dass du mir nicht reinfuscht. Na, da legt man sich echt noch vor. Ja, AC Milan auch sehr gut dafür. Milan Goal, Nummer 19, Zlatan Ibrahimovic. Genau, kleine rote Außer mit der Sau. Taste. Warte, wo geht der hin? Kommt dir. Ach, vor. Weil ich kaufe da, dass ich den Konto ab und jetzt habe ich einen mehr vorne, siehst. Jetzt hast du geschieht.
Nein, ich wollte einfach jetzt nur hochschießen, aber. Nein. Weiter. Ups. Ups. Was hast du gegen den eigentlich? Nur weil er gut ist. Aber das ist wieder Silber. Da ist der Gegner ausnocken. Na, jetzt habe ich es geschafft. Ups. Das war nicht so geplant. Ja. Na, wenn hätte ich es gescheit gemacht, gleich in der ersten Minute. Das ist eh fast von der ersten an. Scheiße, jetzt habe ich Griff jetzt nicht. Scheiße. Oh, wieder nicht auf die. Na. Schade. Alter? Nein! Den habe ich zu spät kommen gesehen. Oh, Alter. Was? Alter? Alter. Das war voll von hinten, Alter. Oh, ich kann noch einmal wechseln. Dachte, dass ich schon kann. Ja. Milan Goal, Nummer 19, Zlatan Ibrahimovic. Substitution for Tottenham Hotspur, coming off the pitch, Number 11, Memphis. Coming onto the pitch, number 13, Quincy Promes. Oh. Weiter. Ja, da bist du gut. Schreis jetzt, Lati. Die Ergebnisse heute sind nicht schön. Alter. Nein! The fourth official has indicated
there will be a minimum of 3 minutes of added time. Ich habe gesagt, wenn er nach 4 ist, dann soll er nach 4. Oder? Okay. Wenn wir so anfangen zu diskutieren, dann schießt sie die um. Und ciao. Oder? Voll ein Kopfball. Gigi. Letztes Gruppenspiel, ne? Mhm. Und auch letztes Match heute. Wow. So, falsche Richtung. Ajax oder Sociedad. So. Das war mal ein guter Pass. Oder?
Alter. Hoppala. Hoppala. Hast du eigentlich den Spieler spielen lassen, der zählt schon, den du mir da weggeholt hast? Also, den du geholt hast? Wen? Ich glaube, Neres war das. Neres? Ja. Hm? EW. Hi. Das war ein schöner Schuss, aber. Na, da sieht das aber gut aus für Ajax. Na, noch haben sie keine Punkte. Ach, naja, aber 0-0 ist ein Punkt. Wir haben noch lange zu spielen. Na, das war dabei. Erster Halbzeit sieht gut aus. Und zu Chancen haben sie auch. Nein! Gut, der war wahrscheinlich nicht drin gewesen, wenn er nicht abgeschnitten hat. Alter. Oh. Bin ich glücklich jetzt. Ja, das stimmt. Aber gut, war auch verdient, haben die Chancen gehabt. Glaubt's das erste Mal bei uns hier, dass der Ball zurückgekommen ist. Oh.
Ja, man darf einmal leicht hoffen. Warum bleibt er mal so? Oh mein Gott. Doppelwechsel. Jetzt schaut schon nicht mehr so gut aus. Aber noch durch. Noch. Er gab nichts anderes Positives. Doch. Alter. Hoppala. Ein Streit zwischen Ex-Teamkollegen. Ich glaube. Aber oh, das waren zu viele. Alter. Okay. Nein. Auch wenn es Flo vielleicht nicht gerne hört, die würden mir mehr wehtun. Vor allem, weil sie gerade wieder aufgestiegen sind. Ah, Blödsinn. Das stimmt nicht. Stimmt nicht. Monaco ist aufgestiegen. Aber trotzdem, weil sie schon mal abgestiegen waren. Nein. Oh. Alter. Schade. Aber gut, Lombole. Fick ja. Das war jetzt aber ein Patzer.
Armani. Na, fick dich. Ja, nee, das Stoß da ist deinen Ex-Club. Nein, Alter. Nein, du Wichser, du! Du Wichser! Kriegst das einmal die Chance. Kriegst einmal die Chance, Alter! Und dann machst du es nicht, du scheiß Japaner! Oder was auch immer du bist, Alter! Scheiß Schlitzauge! Auch hier für Ajax war es das. Und ciao. Und auch